Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei FTB Unleashed. Ich habe mittlerweile ein paar Coca-Bohnen gefunden, wie man da sieht. Hab noch ein bisschen was gefarmt. Wir haben jetzt hier irgendwo einen Haufen Strings. Ich muss den richtigen Ton finden. Da habe ich aus der Höhle rausgefischt. Und ich habe jetzt das ein oder andere heute vor damit. Auch damit. Was brauche ich denn wohl noch so? Bohnen habe ich, glaube ich, hier. Und die werden wir brauchen. Und ein paar Sticks. Das dürfte reichen. Denn jetzt heißt's Vorbereitung für die coole Action im Twilight Forest. Da habe ich auch das gesucht, was wir da brauchen. Also habt ihr auch Holz abgebaut, noch und nöcher. Und zwar. Ach, das war ein normaler Bogen, nicht Held. Normalen Bogen brauche ich auch so dringend. Ich brauche die Four Sticks. Aber irgendwie bräuchte ich eine gerade Anzahl, damit das Sinn ergibt. Und nochmal drei String. Zum Glück hatte ich mir ein paar mehr mitgebracht. Die kann man ja in der Mine recht gut einfach von der Wand rupfen. So, jetzt aber. Force Bow. Flupp. Und da kommt nämlich. Jetzt muss ich mal sehen, wie das ging. Wir haben hier gerade noch davon was. Ich glaube nämlich, das ging so. Nein. Brauche ich davon noch Getreide oder so? Uff. Moment mal. Nee, wie schreiben die Dinger sich denn? Also, wir können ja einfach hier drüber nachgucken. Ich bin mir da nicht sicher, ganz sicher, wie Minecraft die geschrieben hat. Ah, mit Getreide brauche ich die, ja. Getreide. Lässt sich aus Barley machen oder sonst anzüchten? Jetzt die Frage, haben wir Barley gerade da? Nein, aber wir haben unheimlich viel Bone Meal, also von daher. Mal wieder weg. Habe ich auch irgendwo schon eine Hoe? Sieht nicht so aus. Dann machen wir uns die eben. Flup, flup. Flup, flup. Warte mal, das hier vorne war Wasser, da können wir direkt dran arbeiten. Das hier. Das dürfte eigentlich funktionieren. Ah, das war schon fertig, okay. Habe ich Getreide jetzt bekommen? Oder nicht? Ja, ist da unten gelandet. Frechheit. Machen wir das Ganze mal nochmal, dass ich ein paar mehr habe. So, erstmal vier Stück soll mir reichen. Für das, was ich vorhabe. Ich glaube, ich bin auch wieder auf Peaceful. Was sein? Ja, das bleibe ich auch, solange ich hier am Basteln bin, damit mir nichts um die Ohren fliegt. Wir machen uns nämlich direkt Cookies. Packen das wieder weg. Und damit stellen wir uns nämlich jetzt hin. Und machen. Wo ging denn das? Ah, nur so ging das, okay. Fortune Cookie. Also ein Glückskeks. Und den kann man mit Rechtsklick essen. Und das Essen selbst ist eher uninteressant, aber da sieht man, hier kommen diese Fortune Notes raus. Don't bother to tell my nasal spray. Have you heard of the one about the Rabbi and the Priest? Oh, ich hab vergessen, du bist taub. Na geil. Essen noch einen Keks. Naja. Die Dinger sind jetzt im gewissen Maß wichtig. Davon packen wir da einen mit rein und dann hier klauen. Die geben den Luck-Effekt, wie man dort sieht, und Claws geben Damage. Ich kann den hier auch schon mal wieder aufziehen. Und prinzipiell ist das halt interessant, weil dann kriegt man ja halt Fortune. Das werde ich mir auch noch welche davon aufbewahren für Spitzhacken. Außerdem wollte ich mit dem Leder nochmal rumhantieren und mir eine neue Rüstung machen. Schuhe sind leider nicht nochmal neu drin, aber der Rest schon. Dann seht ihr nämlich auch nochmal, wie man die macht. Ich weiß euch nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Pling. So, genauso wie wir das Buch gemacht haben, einfach damit draufklicken. Und so habe ich mir halt auch die hier gemacht, wobei ich dann halt den Ansatz, den ich hier habe, nicht mehr brauche, weil er halt kaputt ist. Und hol mir das auch mal da raus. Jetzt durch die Frage, was ich da verzaubern kann. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Du bist auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Luck und Power 3. Jetzt muss ich, glaube ich, mal nachgucken, wie ich die verzaubern kann. Kleinen Moment, Leute.
So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Ich befürchte, das einzig Coole, was wir jetzt hinbekommen auf einer Rüstung bisher, ist Geschwindigkeit. So, wo ich sagen würde, das lohnt sich. Man kann auch da Effekte drauf machen, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel mehr Kraft mit einer Rüstung hat oder sowas wie Autosmelting, weil mit der Rüstung kann man ja auch abbauen. Aber praktisch gesehen möchte ich das momentan nicht, sondern ich möchte eigentlich irgendwie die schon für den Kampf nutzen. Und dafür brauche ich das nicht. Ich könnte mir noch so ein Force Warp machen, fällt mir dabei ein. Und da dann nehme ich einmal mit Luck und davon welchen arbeiten. Es gibt mit Tränen kann man sich auch Healing draufsetzen, aber ich glaube, das ging nicht auf Rüstung. Das könnten wir aber eigentlich auch noch probieren. Oder auf Sch geht das auf Schwerter? Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe das überhaupt ist. Kann man gleich mal ausprobieren. Wie fahren wir jetzt hier eine Speed Cap? Ja, das gibt Healing. Scheint zu gehen. Nee, geht nicht. Okay. Das ging auch nicht. Okay. Dann versorgen wir dich auch mit Speed. Packen die Träne wieder weg. Davon eine wieder weg und nehmen uns vielleicht dann statt dem hier die Fortune Note mit, die ich dann möchte. Und ja, den können wir schon mal aufsetzen. Der gibt schon ein bisschen Speed. Allgemein soll die ganze Rüstung uns schneller machen. Es gibt dann hinterher auch noch so Sachen, Möglichkeiten zu fliegen. Und es gibt auch was, was sich Sturdy nennt, was ich prinzipiell auf Haltbarkeit schieben würde. Aber das haben wir leider noch nicht. Ja, es fühlt sich schon schneller an. Sich schon deutlich schneller an. Sehr schön, das heißt, wir sind dann ein bisschen zügiger. Wir sind ein ganzes Stück zügiger. Ich weiß nicht, ob mir das nicht fast zu viel wird. Ich glaube, den verzauber ich jetzt mal nicht. Das soll mir so reichen. Das ist schon unheimlich schnell. Machen wir uns dann Force Ward mit extra Effekten. Und Pfeile sollte ich mir vielleicht auch noch machen. Und da habe ich mich durch das Problem. Wir haben kaum noch Flint. Das richtig sehe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt Federn habe. Nee. Ah, geil. Gut, dass ich mir noch ein Schwert mache. Ich habe nichts mehr. Mission Glück aber auch. Das heißt, du kannst erstmal beiseite bleiben. Ich habe mir übrigens hier auch ein bisschen Lammfleisch organisiert. Ich höre springen, tut man aber glaube ich nicht. Aber wir legen uns jetzt einmal hin, damit es wieder hell wird. So, machen uns noch Fackeln oder nehmen uns direkt Kohle mit. Ja, wir haben uns bei 32 Kohle mit, die möchte ich gerne dabei behalten. So, jetzt habe ich aber was ich will. Außerdem will ich hier unten noch mehr nicht angezeigt haben. Danke. So, das müsste alles sein. Und ich finde die erhöhte Geschwindigkeit schon wieder sehr gewöhnungsbedürftig. Ich befürchte, ich werde diese Rüstung wirklich nur im Kampf anziehen. Wir sind hier drin und man sieht schon, ich habe da einen Turmeingang markiert, zu dem wir direkt mal hin. Ich habe auch noch einen Tunneleingang gefunden, aber der ist wirklich nicht so spannend. Aber das hier ist das, wo ich hin möchte. So, schon ein paar Fackeln überzählt. Das hier ist der Eingang übrigens. Hier habe ich aus Versehen mal ausprobiert, wie man das mit so einer Axt bewerkt. Also damit am besten vorsichtig sein. Nehmen hier noch einen kleinen Tacken mit. Das Baumaterial, da habe ich nämlich nicht dran gedacht, da vielleicht die Dirt oder so mitzunehmen, aber da kann ich mir hier einfach noch einen Tacken runterholen. So. Falls ich denn da drin was brauche, denn das wird meines Wissens nach voller Rätsel werden. Das hier ist der offizielle Eingang. Und das hier sind die Blöcke, die ich davon auch haben will. Das hier wird wahrscheinlich nur so ein Seitenraum sein wieder. Jetzt habe ich gerade ein ganz großes Lag. Na, leider kann ich gegen die Lags halt herzlich wenig machen. Neuen PC kann ich mir nicht mal ebenso leisten. Oh, hier haben sie Blumentöpfchen. Und eine Truhe. Oh, da haben wir Federn, die nehme ich auf jeden Fall mit. Baked Potato kommt mit. Potato selbst auch. Poison vielleicht nicht. Cake und Möhren. Das ist geil. Das schicken wir direkt mal alles zurück. Und hier ist gleich ein Crafting Table, oder ja, den brauche ich jetzt nicht so.
Es ist schön hier. Das Problem dürfte nur sein, dass wir da jetzt sagen, da habe ich nämlich beim Abbauen aus Versehen einen Teil der Treppe weggebaut. Deswegen habe ich jetzt auch extra keine solche Axt mitgenommen. Weil sonst setze ich die hier nur aus Versehen wieder ein. Und ich glaube, hier haben wir schon das erste Rätsel, ja. Jetzt muss ich nämlich schauen, wo ich hin muss. Wenn ich nicht so unheimlich schnell im Bewegen wäre, dass ich dann dort über die Kanten drüber springe. Oh Mann. Und zwar kann ich den hier ausfahren. Und prinzipiell sollte der in der Lage sein, auf gewisse Dinge zu reagieren. Oder sich hinter mir wieder auflösen, weswegen ich jetzt einfach mal springe. Wichtig ist dieser Block dort, der sorgt dafür, dass wenn ich hier Sachen platziere, an einigen Stellen funktioniert es, an anderen, die näher da dran sind, wenn ich jetzt hier versuche, mir so einen Weg durchzubauen, dann wird der irgendwann sich wahrscheinlich wieder auflösen. Ich probiere das gerade einfach mal, weil ich nicht weiß, wie weit der arbeitet. Aber der sollte, hier sieht man so Grenzen, und in denen sollte ja eigentlich alles, was da rein platziert wird, ja, plopp, das wird wieder aufgelöst. So, daher kann man sich hier nicht so einfach überall hochbauen, sondern man muss schon zusehen, wo man lang kann. Und wo will ich als nächstes hin? Wo ist denn hier der nächste Weg? Da irgendwo. Aber ich glaube, mit ein bisschen Geschick können wir hier springen. Und das Ganze auch anmachen. Was ganz lustig aussieht. Ja, so darf ich mich jetzt nach oben arbeiten. Der fährt da unten aus, okay. Aber er fährt hier um die Ecke, sodass wir hier halt hoch können. Und hier scheinen schon irgendwo Dinge zu spawnen. Oh ja, das sieht da oben schon ziemlich kaputt aus. Sollen wir mal ein bisschen Licht. Und hier geht es wieder runter. Klock, 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 klock. Naja, ich werde jetzt erst einmal, abgesehen davon, dass ich mir was essen muss, damit zubringen, einen Weg dort hoch zu suchen. Ich glaube, die Axt brauche ich gerade nicht. Und wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen vorangekommen bin. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Und hier haben wir mittlerweile interessante Sachen. Auch wenn die mir ganz schön zusetzen. Ich muss mal zusehen, dass ich im Zweifelsfall, bevor ich hier verrecke, auf Peaceful gehe. Da habe ich keine Scheu. Aber irgendwo hier müssen die eigentlich auch einen Spawner haben. Da sind auf jeden Fall Warzen drin. Da ist der Spawner drin. Und ich weiß nicht, ob ich mich hier mal eben so durchbauen kann. Ja, vielleicht brauchen wir doch wieder die Axt. Ja, die müssen jetzt auf die Nerven währenddessen. Das ist mir schon klar. Der ist weg, okay. Ihr seht also schon, hier wartet viel Spaß auf uns und wir kommen hier auf die nächsthöhere Ebene. Und wahrscheinlich gleich wieder der nächste wartet. Wo ist denn der drin? Da nicht. Da ist einer drin. Oh, jetzt brenne ich wieder. So aus, als wäre da auch irgendwo was drin. Auf jeden Fall ist da so eine komische Giftspinne. Hier schnell sein. Okay, Spawner vernichtet. Wir kriegen dabei hübsch viele Blaze Rods, was natürlich auf Dauer eine sehr praktische Sache ist, denn die werde ich wohl immer wieder brauchen. Da vorne sieht man schon so hübsch Spaß Spinnen und Blaze Rods rumhampeln und da ist auch noch einer. Ist hier der nächste Spawner noch irgendwo? Und wieder ein bisschen Deckung. Oh, ich habe einen Hook dafür bekommen. Und wir müssen einfach hier rein, natürlich ansatzweise Deckung haben. Bis ich den nächsten hier erwische. Und feststelle, wo der alte Spawner hier ist, der hier irgendwo sein muss. Da drin, okay. Okay, doch, warum die alle hier drumherum stehen.
dran ist, dass du an einer ziemlich fiesen Stelle bist und ich jetzt auch nicht wirklich weiß, durch welchen. Dafür brauche ich Schlüssel. Okay, dann weiß ich, was ich hier machen muss, denn in diesen Seitenteilen müsste ich irgendwo Schlüssel finden können. Oh. Irgendein dicker Golem. Das hier interessiert mich. Kleine Ghasts, die können Gastränen fallen lassen. Du lässt prinzipiell erstmal Blöcke fallen aus Towerhood und Eisen. Aber wie gesagt, mich interessiert vor allem die Ghasts, weil wir darüber Tränen bekommen. Und ich habe mittlerweile auch gelesen, wo ich hier drin prinzipiell, oh, mit dir muss ich ein bisschen aufpassen. Wo ich hier drin, oh, scheiße. Ich glaube, die Rüstung hat mir da den Arsch gerettet. Die sieht auf jeden Fall dafür ziemlich kaputt aus. Ich bin jetzt mal einfach kackendreist, damit ich nicht das Ganze nochmal machen muss. Fliegen wir einfach mal wieder hoch. Ich würde nämlich gerne da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Man sieht ja auch schon, wie cool das aussieht. War das hier? Ja, ich glaube. Komme ich unten mal wieder rein, damit ich das hier wegmachen kann. Und wir uns dann neu mit dir anlegen können. Ich habe immer noch nur ein Herz. Ein halbes Herz, oder soll ich vielleicht das essen, ja. Bevor er mich erwischt und mich dann hier ganz vernichtet. Also die Rüstung hat ab und zu schon ihre Vorteile, auch wenn es, glaube ich, eher doof war, die so schnell zu machen, weil ich dann voll den Überblick verliere. Super, da wird es uns dann erwischt. Ja, Homebed ist missing, schon klar. Hallo, ich würde hier gerne irgendwie... Danke. So, dann haben wir nämlich unser ganzes Zeug hier wieder. Bis auf den Hut. Der muss hier noch irgendwo liegen. Aber erst einmal muss ich mich um das hier kümmern. Ist der Hut vielleicht... Ja, der ist nämlich da gelandet. So. Ein bisschen Ordnung muss ich hier auf jeden Fall wieder reinbringen. Das ist das Sharpness-Schwert. Spitzhacke, Axt, Fresschen, du kommst dahin, da ist das normale Schwert. Also hier mein Holz und mein Wassereimer, die Kohle. Okay. Könnte manchmal wieder so ein paar Dinge schon mal zurückschicken, wobei ich das prinzipiell noch behalten will. So Gunpowder, Minion-Shards und so Dinge, wir könnten eigentlich, ja, das momentan ist noch okay. Reference Last Death, deleten wir mal. Ich weiß doch nicht, was das da oben für eine lustige Anzeige vom Timer ist, woher die kommt. Das ist auf jeden Fall noch ein Grafikladefehler, dass das da noch gezeigt wird. Was ist hier? Auf jeden Fall müssen wir da irgendwie ein bisschen weiter hoch. Ich glaube, das hier ist Netherrack, wenn ich die Grafik richtig erkenne. Und mich würde interessieren, was hier hinter ist. Wenn dann nur mit einer Axt weg. Okay. Und der geht auch nicht gerade schnell weg. Wahrscheinlich hätte da mehr sein sollen, wurde aber dann vom Netherrack kaputt gemacht. Da oben ist nämlich auch noch mehr. Gehen mal hier hoch. Und dass wir nicht getroffen werden von irgendwas. Hier sind wieder Abzweigungen und hier ist irgendwie die Spitze. Und in irgendwelchen dieser Dingern, ich sehe davon, dass da riesige Gast rumfliegt und ich deswegen eigentlich gerne den Bogen gehabt hätte. Irgendwo hier müssen wir Schlüssel finden können. Spawner? Nein, aber Chest. Okay. Tower Keys. Steel Leaf. Sehr schön. Fairytales. Iron Plate. Redstone. Efficiency. Ich glaube, wir ziehen die Rüstung direkt mal an. Weil die wahrscheinlich ein bisschen besser panzert. Und unsere eigene Rüstung jetzt schon ziemlich angeschlagen ist. Und die Tower Key, den brauchen wir. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Ich schaue auch immer noch die ganze Zeit nach gewissem Holz, das hier irgendwo sein soll, wo man diese Bohr durchbekommt. Also die
Die Boar Essence, das sind wohl keine Wildschweine, wie ich erst gedacht hatte, sondern so Tunnelbohrer. Genau die. Das ist also doch das Holz. Das heißt, hier kriegen wir diese Essenz her. Sehr geil, dann holen wir uns da noch ein bisschen mehr von. Schon lässt sich treffen. Minion Shard gab es auch noch. Also damit wissen wir dann schon mal, wo das herkommt. Das heißt, ich kann mir hier immer schon mal ein paar aus den Wänden ziehen. 10 Stück haben wir schon. Sweet. Da werde ich wahrscheinlich einfach nochmal gesondert nachfarmen, weil an sich möchte ich hier jetzt ja auch gerne weiterkommen. Raum 1 haben wir. Raum 2. Hier ist schon ganz schön viel Licht drin. Und ganz schön wenig Wege, vernünftig hochzukommen. Und hier ist schon alles Mögliche angebrannt von den Ghasts, denke ich mal. Okay. Hihi, das ist witzig. Da muss man ganz schön aufpassen. Sonst fällt man einfach wieder bis nach unten durch. Und hier ist wieder eine Truhe. Und Diamanten und Sticks sind auch nett und Redstone-Lamps, aber leider kein Schlüssel. Okay. Also noch nicht die richtige, die wir brauchen. Aber hier ist ja auch noch eine Tür. Das ist nur ein kleiner Balkon, okay. Das scheint, da geht es also wohl nicht weiter. Jetzt können wir auch hier durchgehen, für den Weg zurück runter. Das heißt, den hatten wir. Und das hier sind auch nur die auflösenden Blöcke, nicht die wiederkehrenden. Ja, hallo, Mr. Skelett. Hallo, Mr. Noch ein Skelett mit einem lustigen Hut drauf. Head unlocked. Fällt mir ein, ich habe mittlerweile den süßesten Hut von allen. Ich finde ein süßer kleiner Panda. Ich weiß, das ist der Skin von irgendeinem bekannteren YouTuber. Ich kann mir aber nicht, oder Mod-Entwickler, ich weiß aber nicht mehr wer. Also, die CMK wird wahrscheinlich der Typ sein, aber ich finde ihn süß. So knuffig. Hallo, du von oben runtergefallener. Denn das hier ist einer der Räume, der ziemlich ätzend ist. Vor allen Dingen für mich, der hier diese lustigen Bewegungsmodifizierungen hat. Denn die sorgen dafür, dass das hier ganz schön schnell geht. Dich haben wir erwischt. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Spawner, könnte ich mir vorstellen. Bisher noch nicht okay. Ein Schlüssel schon mal. Hose, Experiment, irgendwas, okay. Zauberung, mehr Metall. Eine Hose nehme ich mir auf jeden Fall schon mal dran. Leider immer noch keinen Schlüssel, glaube ich. Ich habe doch einen Schlüssel noch, aber mir fehlen immer noch zwei, obwohl nur noch eine Richtung über ist. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Spider-Eis haben wir da auch noch. Oder gibt es hier irgendwo noch mehr? Können ja mal. Ist sie vielleicht so gesprungen da in der Decke? Ja. Ja, da scheint es aber nicht weiter hochzugehen. Da können wir jetzt eigentlich wieder runterplumpsen. Und hoffen, dass in der letzten Richtung die restlichen sind. Ist ja auch wieder so ein Raum. Freche sind die Freche. Und ich weiß, dass es dann auf höheren Ebenen, also man muss sich hier noch ein gutes Stück hocharbeiten. Deswegen werde ich auch sicherlich nicht nach dieser Episode schon damit fertig sein. Vor allem, weil die schon ziemlich lang zieht hier. Und ich die gerne ganz zeigen möchte. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Und das auf höheren Etagen, glaube ich, auch nochmal kommt. Ironwood Arrows. Da hätten wir dann endlich mal ein paar Pfeile zur Verfügung. Werden wir uns aber einteilen. Sand und noch mehr Eisen. Eisen ist ganz gut, wenn mir die Spitzhacke leer geht. Dann werde ich das auf jeden Fall brauchen können. Und immer noch keine Schlüssel. Wir haben jetzt nur zwei Schlüssel. Wo soll ich die anderen Schlüssel herzaubern? Also ich weiß von Direwolf, dass das irgendwie machbar sein muss, denn der hat. Wo ist das Viech jetzt hingebackt? Der hat da immer 4 Stück gefunden. Ich wüsste aber nicht, wo ich hier noch Schlüssel finden soll. Oder sieht es so aus, dass wir. Habe ich vielleicht irgendwie geistig eine Abzweigung vercheckt?
Moment mal. Wenn ich hier höher gehe, bin ich da. Wo war überhaupt der Turm, der die Schlüssel brauchte? Und wo bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Ah, ich glaube, ich weiß, was mein geistiger Fehler ist. Ja, genau, wir haben jetzt zwei Schlüssel aus einer Richtung. Was heißt, wir haben noch mehr Richtungen. Ich werde mich jetzt auf dem Mensch stellen, werde offscreen die nächste Richtung machen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ich hier weitermache. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.